Hi und willkommen zur nächsten Folge Scout Sword mit Zellos. Hi! Hi, servus! So, wir wollten heute noch die Questreihe fortsetzen. Die ja. Mit dem Brief von dem Geist und so weiter. Ja. Und danach gehen wir mal schauen, was ist in Firone, was in Firone so abgeht. Jo. Das ist natürlich der heiße Shit, ne? der da sein müsste eigentlich. Das, ich weiß nicht. Das für Firone Konzert, ihr wisst schon. Genau, das heilige Konzert. So, also zu dem Typ nochmal nachts reingehen, ja, meinst du? Wir müssen gerade mal zu Bardo an der Stelle rein, meine ich. Ach, zu Bardo, okay. Ach ja, da war ja mal da, ne? Gegenüber, genau. Ach, wie geil, was ist denn das? Oh mein Gott, was ist gruselig? Sein süßer Bursche, ey. Hilfe! Ah, du bist der galante junge Mann von neulich. Schön, dich wiederzusehen. Dank dir habe ich meine große Liebe gefunden. Weil du mir diesen Brief von ihr gebracht hast. Oh mein Gott, so schießt einen wunderschönen Liebesbrief, habe ich mich in Hand und Tränen verliebt. Geil. Füllt mein Herz aus. Lass es höher schlagen und im selben Moment stillstehen. Ich fühle mich so lebendig. Oh mein Gott. Warum nur? Ja, wir haben ihm jetzt ein Monster besorgt. Das ist doch geil. Oh, es fehlt ein Juwel der Güte. Ich glaube, ja, wir müssen bitte. Hier nochmal die ganzen Räume durchgucken, weil ich glaube, es gab hier noch irgendwo ein einzelnes. Das irgendwie. Vor allem die Geräusche, die nebenbei macht. Ja, das ist schon ein bisschen gruselig alles. Ja. Hey, wir haben hier eine Freundin besorgt, oder? Auf die eine oder andere Weise. Ist ja völlig in Ordnung. Ja. Der will wieder was Käfer haben, glaube ich. Ich möchte die geilen Käfer los. Ja, ich verkaufe dem jetzt aber keine mehr. Vielleicht okay, dann halt nicht. Mal irgendwann. Bäm. Ja, ich weiß nicht, wo wir jetzt noch Juwelen der Güte herbekommen, weil jetzt fehlt halt genau einer bis zur nächsten Stufe. Das ich weiß ist ein bisschen nicht. Schade eigentlich. Ich weiß es auch nicht. So, das ist Großzimmer, da finde ich bestimmt nichts, aber wir können da nochmal reingehen. Ja, und ansonsten würde ich mal bei der einen Ritterin mal reingucken. In das Zimmer, weil ich glaube, die hat auch irgendwann mal Quest. Kannst du mal schauen, was das mit dem Quest mit Gruß auf sich hat? Nicht, dass wir jetzt gerade irgendwas völlig falsch. Müssen wir denen jetzt vielleicht was anderes geben als einen Ausdauertrank? Warte mal, müssen wir denen nicht einen Stärketrank geben? Der hat gesagt, er braucht Ausdauer und dann braucht er Stärke, oder? Ja, irgendwie? Ich sag's dir gleich. Ich sag's dir mal. Nee, ich glaube, ich hab's gerade selber schon gelöst. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Komm bald wieder. Und okay, ja, gucke ich mal nach, aber. Sagen zu tragen zu holen. Ein Dank, Alter, fast nicht. Dann grüßt er auf seinem Trinken kurz zu dritt. Ich wollte später wieder zu kommen. Erst nach einem weiteren Ausdauertrank schafft er das perfekte Ausführung und belohnt mit 5. Okay, also es dauert noch ein bisschen einfach. Okay. Wir machen einfach ganz normal weiter und dann, ja. So, hier geht auch nichts erstmal. Leider nicht. Ich finde immer noch geil, dass die süß einfach, dass sie diese Plüschtiere da hat. Ja. Von den Vögeln ist einfach toll. Aber wir müssen doch eigentlich in Zeltas Zimmer reinkommen, ne? Da ist ja noch einer. Ja. Ein Juwel. Abgeschlossen. Ich weiß auch nicht, wir haben ja alles zugesperrt, das kann doch nicht sein hier. Na gut, dann, dann lassen wir das jetzt erstmal. Ja, machen wir weiter, ganz normal. Dann dauert es halt noch ein bisschen mit den Juwelen der Güte. Dauert alles zu lang. So traurig, ey. So traurig. So, na gut, dann gehen wir jetzt nach Firone. Ja. Zum Open Air Konzert. Zum Open Air. Juhu. Dum, 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 dum. So. Okay. Geilo. Ich glaube, jetzt gibt es hier aber keine. Oh, keine Rubine für Rikus. Voll gemein. Nein. Ach ne, Linkus. Ich weiß nicht, Linkus. Linkus, Linkus. Linkus, Linkus, wie die Bus. Dreimal schwarzer Kart. Ja. Wir haben auch eine interessante Rubinenzahl an der Stelle gerade. 369, schön. Ja, stimmt. Erfüllt mich mit Freude. Das ist schön, dass sich solche Kleinigkeiten naja, erfreuen. Naja, ich brauche sowas. Das ist schön, das ist schön. Okay. So, also dann. Auf zum Open-Air-Konzert, los! Das ist einfach geil, ich weiß auch nicht. Das ist einfach gut, das muss man einfach genießen. Man muss einfach die kleinen Dinge im Leben genießen, ne? Absolut, absolut. Enjoy the little things. Was ist das gehört? Jawoll. Hui.
Ja, also du hast die Flammen finden ja, die weißen leuchtenden Flammen-Dinger, wie auch immer. Flammen des Westens. Okay. One Piece. One Piece müssen wir finden? Ja. In dem Wald. Boah, ich weiß gar nicht mehr großartig, wo es da weitergeht an der Stelle, aber nicht beim Siegelheim oder sowas. Das war, glaube ich, schon im Wald. Waldeingang, Waldesinnere. Wir können ja einfach mal zum Tempel gehen. Ja. Na, komm schon. Ich weiß das nicht mehr so genau. Ich müsste ja eigentlich theoretisch auch nochmal in das Ding rein und dort beim Boss, bei dem hier, war ja noch so ein Himmelsstrahlstein, weißt du? Mhm. Okay, muss ich auch was suchen, um den Ort zu finden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich nochmal hier reingehen will. Weil eigentlich, ich geh mal kurz in den Tempel rein. Na gut, wie du willst. Irgendwann weil da war so ein Stein. Wie bitte? Ich glaube, eines Tages müssen wir eh wieder rein. Wirklich? Ja, ja. Wie groß war denn der? Oh, wir haben sogar noch eine Truhe übersehen. Was? Ach komm, ich mach das jetzt fix, was soll das? Ich. Na gut. Die sind auch Fledermäuse, die sind auch gut immer. Und vielleicht geben die ja diese Fangfinger. So. Ach ja, ne? Das stimmt. Das ist diese Monsterklaue, ne? Was wir brauchen. Mhm. Ja, da haben wir eine. Sehr schön. Kannst du aber sehen, wie die brauchen für das nächste Dings. Moment. Bin ich überhaupt richtig? Ich will gar nichts sagen, wenn ich gesagt habe. Ich weiß gar nichts mehr von dem Tempel. Naja, was soll ich einfach mal fix durchrushen. Oh, guck mal, das ist ein Bernstein. Halbmond, aber da kommen wir jetzt nicht ran. Voll traurig, ey. Ich weiß gar nicht, ob es eine Möglichkeit dann für den Fast schnell rauskommen gibt, quasi. Nee, ich glaube nicht. So. Gucken wir mal, wir kommen ja trotzdem fix durch, das sollte kein Problem sein. Ist ja nicht allzu groß hier. Das ist der große Raum, nur nach rechts. Okay. Mal alle ignorieren. Das ist wie ein Elefant, also ich wüsste es nicht mehr an der Stelle. Wie war das jetzt? Achso, Käfer. Käfer. Mhm. Weiß es gerade auch nicht. Also. Oh. Blödi. So. Geil. Hart. Okay. Ja, du bist jetzt nicht gerade, wo du so einen Stein hättest, aber. Ja. Was hätte? So einen Stein zum Aktivieren, ich wüsste doch nichts. Was ist denn mit ihm? Der Hetz, der macht überhaupt nichts gerade hier. Ich kann nicht, egal wie ich balanciere, der macht nichts. Wieso geht das jetzt gerade nicht? Schon mit dem rechten an der Stelle, musst du links und rechts, ne? Ja, mach ich ja auch. Das geht nicht, nee. Jetzt. Ach so, musst du das hochkant halten, okay. Alles klar, ja, bin doof. Guti, was meinst du jetzt mit Steinen eigentlich? Ja, du kannst du meinst doch jetzt Leuchtstein an der Stelle, oder was meinst du jetzt? Ja, genau. Und da kannst du dich nicht mehr dran erinnern, wo der war? Überhaupt nicht. Achso, okay, na gut, ich hab mir das gemerkt. Ich hab den ja letztes Mal, ganz am Anfang hab ich das ja gesehen hier, aber ist schon okay. Ich weiß bloß gerade nicht, ob wir uns schnell wieder raus teleportieren oder irgendwas können, weil... Nö, können wir nicht. Ich glaube, es könnte ein bisschen lang werden dann, aber... Nein, was ist das? Käfer. Ah, ich hasse diese Bewegungssteuerung manchmal. Okay. So. Das war im Bossraum übrigens, oder nach dem Bossraum, um genau zu sein. Aha. Achso, das meinst du, ja, okay, jetzt erinnere ich mich auch, aber puh. Da haben wir jetzt sogar eine Statue, das heißt, wir können uns dann von hier aus zurück. Aha. Normal schon.
Könnte man denn hier... Haben wir doch irgendwie... Der Arme. Ja. Ach so, war's okay. Alles klar, alles klar. So, und jetzt hab ich hier hinten eine Truhe vergessen. Was ist denn da los, Zellos? Das kann nicht sein. Kann ich dir nicht sagen, was da los ist. Eine Truhe übersehen, das ist ja 20 Rubine. Ja, hab ich mir schon gedacht, ja. Schlimm ist das, schlimm. Das geht so nicht. So. Rein da. Hoffentlich war es auch der erste Boss und nicht der zweite. Sehr bitter. Oh, es ist so shiny hier. Bam, nein, kannst du nicht. What? Das ist schon ein Stück Weg, ne? Dass man da jetzt nochmal zurücklegen musste hier. Eben diese 100% Speedrunner hier, schlimm. Ja, Speedrunner kann man das ja nicht mehr nennen. Oh, Fisch. Fisch. Hab ich nicht Dings? Nee, ne? Nee, das kann ich nicht machen. Nö. Das ist der Fisch nicht wert. Oh, Vögel. Vogel. Ha! Ich habe einen gefangen, Zellos. Ein Wunder ist geschehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt müssen wir noch nach deinem ominösen Stein suchen. Den da? Nein! Ich hab's doch gewusst. Wow. Ich hab's mir gemerkt. Gedächtnis wie ein Elefant, Alter. Was geht los? Verrückt, was, ne, geht ab mit dir? So, und jetzt kommen wir wieder weg. Schlaflose Nächte gehabt bestimmt die letzten Wochen deshalb. Ja, tatsächlich. Ich habe wahrscheinlich schlecht geschlafen in letzter Zeit. Jetzt weiß ich ja nicht auch warum. Jetzt weißt du ja nicht warum. Kannst du dir überlegt, woran das liegen könnte? Ehrlich. Stein. Muss ihn finden. Muss ihn aktivieren. So, noch ein Vogel. Vogel. Irgendwann taucht doch mal so ein, irgendeines von diesen Steinen und taucht mal mitten in der Nacht auf, so in deinen Träumen und so. Rikos! Rikos, aktiviere mich, Rikos! Und du wachst verschwitzt auf. Oh Gott, ich muss Zelda spielen! Schnell! Ehrlich. Oh, wie kommen wir jetzt hier an der Stelle raus? Wahrscheinlich auch wieder nur zurücklaufen. Nee, da war eine Statue. Ja, man sieht, ob wir wieder da raus dürfen. Ja. Am Ende müssen wir alles laufen, dann sage ich Rikos. Tja, mal sehen, was dann oben in der Truhe ist, ne? Dann wissen wir, ob es wert war. Ja, okay. Wenn es nicht mindestens ein Autogramm ist von Gira, hat es sich nicht gelohnt. Es tut mir leid. Okay. Das wär echt schön. Ja, nach draußen. Wow. Verdammter Elefant ist das. Das ist echt gut mit den Statuen, dass man dann sich da gleich rauswerfen kann. Mhm. So, Aurasuche. Nach oben da drücken noch. Nee, das ist schon aktiv. Ah, okay, nevermind. Ja. Okay, dann müssen wir erstmal zurück, wie es aussieht da. Ja. Lauf! Ach, schön in dem Wald. Eigentlich schon, ne? Ja. Eigentlich schon cool. Oh, Bienen. Oh, Moment. Wie komme ich denn da zurück? Über das Seil. Gibt's da kein Überlaufseil? Das hier. Aber ich glaube, weiß nicht, ob das ist. Vorsichtig. Mittlerweile sind die blau, die Gegner. Ja. Oh nein! Das fällt doch runter. Maschen. Das Fall! So, weg mit ihm. Der hat einfach so komische Geräusche gemacht. So. Das hörst du ja leider wieder nicht, aber das klang schon ein bisschen lustig. Ja. Oh, zuerst ist das ein Vögel. Oh, geil. Hab sie wir alle. Pokémon. Wie? Das war davor irgendwie. Das war Betrug. Das war schon getroffen. Okay.
Das hätte eh nichts gebracht, das ist, wie ich gerade gesehen habe. Das ist ja da, wo ich gerade herkam, oder? Ja, da kamst du gerade her, ja. Hey, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin total verwirrt. Herr Nimbus, das teleportiert dich an einen anderen Punkt. Ja. In dem Bereich hier. Geht das denn hier? Weiß nicht, aber muss man gucken. Ich kann nur ins Wolkenmeer reisen. Ja, dann machen wir Wolkenmeer reisen und dann von dort aus wieder teleportieren. Ja, das wäre jetzt... Das geht ja gar nicht anders, oder? Ja, geht auch nicht. Geht gar nicht anders. Ich finde es aber schon ein bisschen komisch, dass es hier nichts ist. Ach, da drüben ist ein Weg. Da rechts ist ein Shortcut. Ja, never mind. Achso, die geben wow. Mir vielleicht auch was. Ich hab hier ausgehalten, die Kollegen. Ja, die halten jetzt ein bisschen mehr aus. Ich brauche ja noch diese Schädel in so ein Zeug, das ist ja auch. Ja, wir brauchen eigentlich fast alles noch so in Massen. Bam! Nice! Ah, den Honig muss man mitnehmen von dem. Ja, das ist mal gerade. Der ist hat etwas gekauft. Was nix. Nee, ich glaube, der hat nichts fallen lassen. Oder ist verpuppt mittlerweile, weil. Nee, ich glaube, der hat tatsächlich nichts. Das ist ja nicht sicher, dass die was droppen, auch wenn das schon Bienenkörbe sind. Hm. Dings, auch eine Suche. In die Richtung. Okay. Okay. Alles klar. Okay. Schwupp. Check it out now. So, und jetzt? Okay. Hm. Das ist so schön verdächtig an der Stelle. Ah. Hm. Richtig hin und her geklatscht in dem hier. Ja. Ich weiß gar nicht, diese Prüfern kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Das habe ich völlig vergessen irgendwie. Das sehen wir gleich. Müssen wir erstmal wieder singen. Los, Gregor, singen. Fei singt. Ich mache nur hier die Lyra. Du machst auf Bade. Du spielst nicht gut genug. Die hat extra zwei Takte pausiert wegen dir. Ja. Ich bin kein guter Musiker. Warum nicht? Nie gelernt. Singen kann ich nicht. Im Instrument habe ich nie gelernt. Also kann ich wohl kein guter Musiker sein. Ach. Traurig, aber wahr. So wärst du doch lieber Bade geworden oder sowas? Einer von diesen zukunftsträchtigen Berufen. Lieber nicht. Glaub mir, meine Stimme ist wirklich keine Singstimme. Warum nicht? Das weiß ich auch nicht. 90% wahrscheinlich ist überhin das Portal der Prüfung. Aha. Was soll es denn sonst sein? Also. Könnte ja auch ein Ort sein, wo man pinkelt. Oder so. Ein Klo, also quasi. Ein Klo, ja. Ein heiliges Klo. Ach, wird das nicht dann irgendwann überschwemmt hier? Wird Firone nicht überschwemmt irgendwann? Oh, ich glaube irgendwann mal, ja. Oh, jetzt war das mal hier. Dinger einsammeln hier. Prüfungszeit hier. Ich mag keine Schleichspiele. Oh, Gebieter! Du musst hier durch! Okay, sei mit deinem Mut auf die Probe. Lasse deinen Körper zurück und stelle dich der Prüfung mit deinem Geist. Die heilige Flamme, deren Kraft das Schwert stärkt zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen. Okay, na gut, so schlimm war das, glaube ich, nicht. Meine Seele. Oh, das Seelengefäß. Das ist schön. Das erinnert auch ein bisschen an Twilight Princess, ne? Total, total. Ja, labert doch nicht so viel. Es ist ja nicht so kompliziert, ja, hier. Es geht darum, das erste Mal erklären. Und jetzt ich will aber nicht. Du sollst aufpassen auf die Hüter, hat sie gesagt. Ja, das weiß ich ja. Ja, also sonst musst du aufpassen auf die Hüter. Ja. Soll ich das mal wieder erklären? Nein! Ja! Nein! Der Rico möchte ja nicht hören. King. Oh. Ich fand die immer so bedrohlich an der Stelle. Gerade wenn jetzt ja. Die Zeit ausgeht und alles. Und dann. Mit dem.
bilden sich, glaube ich, Lichtsäulen für eine kurze Zeit für die Dinger, ja. Ach, okay. Dann siehst du das von Weitem ein bisschen besser. Ich darf auch nicht in die Lichtkegel hier reinlaufen, ne? In Lichtkegel darfst du nicht und ins Wasser darfst du nicht treten. Ich darf nicht ins Wasser treten? Nein, Wasser darfst du nicht. Ist ja frech. Ja. Da drin hat's noch einen. Ich fand die mega bedrohlich, die Teile. Echt? Du hast ja auch kein Equipment, kein gar nichts und dann ja. Wechselt ja die Musik so extrem auf dieses Trommeln und alles. Das war schon gefährlich. Das Wasser da, das war das, was du meinst, ne? Ja. Oh, das sind die ersten Finsterhalbmonde, sehr cool. Ja, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Lieber immer mal ein bisschen Abstand lassen zwischen den Dingern, dass wir nochmal in Ruhe gucken können. Ja. Ja. Ja, die brauchen wir jetzt an der Stelle, die Finsterhalbmonde. Sehr cool. Da hängt ganz schön viel Equipment dran, meine ich auch. Ja. So, fehlt nur noch Schattenerz, dann haben wir alles. Ja. Zumindest einmal. So, da ist eins. Aber die machen nichts, solange ich nicht entdeckt wurde, oder was? Solange die Zeit oben links nicht abläuft und hier... Ach so, das hat was mit der Zeit zu tun. Ja. Du siehst an den Blinden oben links, ob es dir irgendwann mal ausgeht, ja, das Ding, oder nicht. Alles klar. Okay. Und diejenigen mit den Lichtkegeln, die sind halt eigentlich immer aktiv. Hat der mich gerade gesehen? Nö. Nee. Du musst tatsächlich in dem Lichtkegel drinnen stehen, meine ich. Oh, da noch einer. Was ist das? Geil. Ja, das ist. Da passt nicht rein, wie es aussieht. Okay, aber bis jetzt finde ich es recht entspannt. Bis jetzt ist es recht entspannt, ja. Wie fehlen mir noch? 7 Stück. Oh, ja. Was ist das da oben? Finsterhalbmonde, cool. Ist das hier Wasser? Nee. Oh. Nee, nee. Ah, die Zeit ist aber sehr großzügig, oder? Die ist auch sehr großzügig, ja, ja. So, hier darf ich jetzt natürlich nicht ins Wasser fallen, ne? Genau. Aber eigentlich ist es ganz gut, weil irgendwann musst du mal einen Einzelnen finden und dann hast du keine Lichtkegel mehr oder irgendwie so, ja. Geschichten. Und das ist schon dann dauert das. Aber wenn ich ins Wasser fahre, ist es nicht vorbei, sondern dann werden nur die Dinger aktiviert. Nee, dann werden die Dinger aktiviert, genau. Okay, na das geht schon. So. Da vorne ist noch einer. Geht's. Da ist noch so ein. Oh, da ist noch ein. Moment. Ja, wir gehen erstmal zu dem Ding. Ja. Du musst aber tatsächlich runter dafür, wie es aussieht. Ja. Und natürlich hat es da überall Wasser. Oh. Ich bin einfach gnadenlos bei sowas. Ich renne rein. Ich hab auch überlegt, sollst du warten oder sollst du es lieber drauf ankommen lassen? Oh, da oben ist ein Finsterhalbmond auf dem Baum. Ja, genau, das war mein Ziel die ganze Zeit. Oh. Danke, danke. Ja. Wie kommen wir da ran? So. Ah. Das sind viele von den Finsterhalbmonden hier. Die brauchst du jetzt. Ich glaube, die kriegt man auch nur von der Ecke. Ich bin nicht mehr sicher. Noch 4. Jo. Da ist noch einer. Ja, die kriegt man nur in diesen Gebieten, genau. Geilo! Aber wo sind jetzt die restlichen? Da hinten ist noch eins. Da hinten ist eins. Na, da kannst du hoch. Okay. Ja, den finden wir relativ locker und dann jetzt fehlen uns noch 2. Ist das auch ein Shortcut hier? So. Leuchtding? Ja, nur so ein Leuchtteil. So, da hinten auf jeden Fall. Da ist einer. Oh, der letzte fehlt dann noch. Das macht das iPhone. Juhu! Ja, ist aber gut, dass man die so finden, weil. Bitte. Also viele vor allem, ne? Brauchst die halt einfach auch. Hab ich nicht gedacht. Okay, jetzt mal einfach von den Leuchtdingern. Ach, da hinten links. Ja. Da hinten links tatsächlich. Komm ich denn da jetzt hin? Finsterhalbmond erstmal. Was, wo? Zurück. Geh nochmal hoch. Ich hab einen übersehen. Dann nochmal hoch. Und umdrehen. Ah ja. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen, ne? Weil sonst ist die Zeit dann abgelaufen. Das
Wird langsam knapp, ja. Muss man hier hinten links irgendwie hin. Ah, das geht, das geht, das geht. Aufpassen aufs Wasser halt. Komm ich hier überhaupt lang? Ja, müssen wir gucken gleich. Nee, hier hinten ist eine irgendwo Sackgasse. Ja, nee, das ist keine Sackgasse. Da gibt's ein Eck zum Kriechen. Da musst du durchkriechen. Ey, stimmt, danke. Völlig blind, ey. Das geht's ja gar nicht. Nur noch so eins von den Leuchtdingern gleich mit. Ja, genau. Da hinten, okay. Ja, okay. Das sieht jetzt nicht so kompliziert aus. Gleich hier hinten, okay. Also wir müssen jetzt auch nur rasten. Scheiße. Mein Gott. Also muss aber, glaube ich, noch zurückrennen. Ach, oh Gott, das ist auch noch sowas. Na gut, das werde ich schon schaffen. Ja, genau. Danke, Katzin. Was ist denn das für ein Betrug gewesen? Ich glaube, wir schaffen das trotzdem. Komm. Ich weiß bis nicht so ganz, wo ich hin muss irgendwie. Auf jeden Fall rechts hoch. Wieder. Ich glaube, die sind ganz schön schnell. Ja. Das hier. Die Musik, das hörst du ja gerade nicht, ne? Alter, ja, ist doch, ich höre beim Stream mit an der Stelle. Okay, sehr gut. Es verzögert halt immer. Aber ja, ich kenne die. Das geht nicht durcheinander an der Stelle. Wo musst du denn hin? Ich weiß nicht, wo dieses Ziel ist. Auf jeden Fall nicht im Kreis rennen. Rechts hoch. Rechts hoch? Ja, okay. Rechts hoch. Also nie, ja. Da lang, ne? Ja, genau. Oh, da ist ein Handzahn. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Ich verstehe es absolut, Rikus. Absolut. Hier hoch? Ja, jetzt hier hoch und dann hier rechts. Ach, da. Ja. Darf ich jetzt zum Wasser? Nein, rechts hoch. Da gibt's extra. Ja, ich hab's nicht gesehen, Mann. Weißt du, was ich für eine Panik hier schiebe gerade? Ja. Da oben ist doch extra ein Lapsch und Fuchtel hier. So eine Scheiße. Kannst du aber nicht den Vorsprung hoch, wenn du verfolgst. Oh, was war denn das? Erzähl mal ganz ehrlich, ne? Das war eine richtige Verarsche, dass dieser Geist während der Cutscene mich erwischt hat. Das war ja ganz schön unfair. Dann machen wir den vielleicht als allererstes, damit er dich nicht erwischen kann. Nicht mehr. Ja. Mann. Alles nochmal. Ja, und den hier oben als letztes dann quasi aufheben, ist vielleicht auch ja, nicht so. Einer von den. Oh, von denen, das ist ärgerlich, ey. Ganze Scheiße nochmal. Und hat halt auch keine Möglichkeit mehr, dann so ein Ding einzusammeln, um das wieder zu resetten, ne? Nee. Gerade bei den späteren, glaube ich, wird das halt richtig. Ja. Wird's richtig schwierig, weil die so weit auseinander sind. Wenigstens die ganzen Finsterharmonie scheinbar noch zu haben. Ja, das wäre auch mies. Wenn nicht. Die hier noch extra suchen jetzt. Okay. Ja, dann gehen wir vielleicht gerade mal zu dem hinteren dann gleich. Ärgerlich. Ja, Rikus, müssen wir durch. Das hilft alles nichts. Vor allem, es war halt. Da ist noch einer. Es war halt mies, dass ich dann nicht da hochklettern konnte, ne? In dem Moment. Ah, die sind wieder da. Die sind doch alle wieder da. Aber kann ich oben meine Inventar. Ja, guck mal, Inventar, ja, genau. Rechts? Ja, doch, die habe ich alle noch. Oh, jetzt kriegst du quasi doppelte hier. Ich werde doch belohnt für meine Unfähigkeit. Für deine Unfähigkeit, ja. Toll. Ja, okay, her damit. Nehmen wir dankend an der Stelle. Klar. Schau noch kurz hier oben. Ach, ich sehe gerade, wo ich hin muss. Ah, ne, geht's von hier nicht? Nee. Darum nee, du musst vor allem von der anderen Seite. Ja. Na, das war Verarsche jetzt vorhin. Naja, so ist. Dann ist es halt so. Ja. Dann eben nochmal. Schreib nochmal dieses scheiß Seil hier. Ja, musst du durch. Ich hätte schon geschrien, nimm den Käfer, aber wir haben ja gar nichts mehr gerade. Nee. Ah ja, das schon. Ich fand damals irgendwie, habe ich kurz mal den Gedanken gesponnen, wo die Wächter eigentlich, diese Hüter eigentlich herkommen. Das
sehen irgendwie so interessant aus, so mystisch. Ja. Keine stimmt. Ahnung. Aber gibt's auch nie eine Andeutung, wo die eigentlich herkommen. Das ist einfach nur sind einfach Küker. Okay. Ja. Gibt's einfach. War. Oh, noch einer. Fensterhalbmonde für alle. Du kriegst einen. Du kriegst einen Fensterhalbmond. Und du auch. Ah, nee, war vielleicht. Ja, genau. Ah ja, danke. Was ist denn mit ihm? Der kann halt nicht gerade den Ding gegen rasen. So. Jetzt geht doch. So, und dann nehmen wir vielleicht gerade das da hinten. Ja. Und dann gehen wir von dort aus weiter. Aber wenn ich die nächste Kugel einsammle, ist wieder alles in Ordnung, ne? Die nächste Kugel einsammle, ist das Spiel in Ordnung, ja. Das ist auch eine miese Stelle hier, ne? Das ist mal ohne Mist. Das ist eine böse Stelle, ist es auch. Da rechts. Ach, was macht den Dicken da? Oh Gott, ey. Okay. Hilfe. Hilfe. Puh. Okay. So. Was sind denn jetzt die restlichen? Kügelchen. Hinten links. Ah, das sind zwei. Ach, deine war bei dem Baum mit dem steigenden und sinkenden Wasserspiegel. Das da ja, hinten. Stimmt. Noch passen die. Ja. Okay, dann haben wir da hinten noch welche. Da oben da noch einen. Ja, wart kurz. Jetzt. Und jetzt direkt wieder raus. Ah, wunderbar. Vorwand. So. Da oben ist einer. Und das sind die letzten zwei dann. Mhm. Coole Teile. Schon coole Teile. Ich finde die mit diesen komischen Streitkolben oder was die da haben. Finde ich geil, diese Knüppeltypen. Ja. Schauen schon interessant aus, aber ich weiß, wäre halt echt gespannt, wo kommt die eigentlich her. Ah. Hast du mal recherchiert dazu? Nee, gar nicht. Aber ich hab ja mal versucht, ob ich das im Spiel irgendwas dazu finde zu den Viechern, aber gibt's. Mhm. Also du hast ja bei dem Opa hast du ja beispielsweise alle möglichen Bücher. Ja. Aber keine von denen geht irgendwie drauf ein, so wirklich. Ach so. Prüfung, wird immer allgemein gesprochen. Prüfung der Göttin, lalalala, Güter, ja. Blablabla, aber nichts über die hier. Wo kommen die her? Na gut, da haben wir es jetzt geschafft. Yay! Und Finsterhalbmonde gefarmt. Und zwar richtig viele. Wie ist denn jetzt ein mieser Knosp? Wasserdrachenschuppe. Oh Gott, ich hab eine schlechte Befürchtung. Ah, ich kann Wasser, ich kann tauchen. Jetzt kannst du schwimmen, ja, ich wollte gerade sagen. Du ja. Kannst jetzt hier. Wie ein Delfin. Ach, sehr schön. Das ist was Tolles, da freue ich mich. Kannst einen auf Delfin machen, nämlich. Ah, das ist wieder der Fatboy hier. Hallo. Ein Glückwunsch, Gimita. Du hast eine geile Schuppe, jetzt kannst du schwimmen. Okay. Also muss ich jetzt irgendwas abtauchen. Also ja, Fetti. Spreche aber erstmal mit dem Opa. Fetti! Ihn den Hintern nahm ich. Das fand ich immer mega interessant bei den Monstern, dass die einfach ihre Schilde dann aufstellen und du kannst sie dann so auseinandernehmen. Super geil. Wie kann ich denn gegen ihn gewinnen? Ja, du musst noch den Schild noch voll ins Wegschlagen. Noch ist nicht alles weg. Das ist gar nicht so einfach wieder mal mit einer tollen Steuerung. Von oben nach oben, oder nach unten hier. Oh, was ist denn das, Mann? Ja, gar nicht so leicht. Hat auch HP wie sonst was. Heuiui, das waren jetzt 50 Treffer, was ist mit ihm? Nicht mehr. Das ist halt ein Dicker. Oh, hallo. Hallo. Ho, 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 bist du zum Weihnachtsmann? Passt doch brav, was auch hab ich.
Alter, ich kann schwimmen, Alter. Wahnsinn. Ach komm. Oh, ich raste komplett aus mit diesem Stolpern. Das ist wirklich manchmal. Genshin ist so. Ich weiß nicht warum, aber die neigt total dazu, sich zu verdrehen, diese Ausrichtung, weißt du? Die Kalibrierung quasi. Ja. Ich glaube, wenn du nach vorne stoßt mit dem Joy-Con, wenn du während du schwimmst, kannst du so ein Drehding machen. Ja. Ja, so. Genau. Du brauchst ein bisschen versaut, aber. Brauchst halt ein bisschen mehr Sauerstoff dafür, aber das passt schon. Ah, okay. Speed! Speed! Wo ist jemand denn? Kuckuck! Hallo, ist da jemand? Hallo! Oh, Baby! Was ist denn hier passiert? Dinge. Dinge? So. Dinge. Ja, dann kletter mal hoch hier, Dinge, los. Ich will aber erstmal die Rubine holen. Gierschlund. Ja, genau, disappeared. Aber im letzten Moment. Oh. Gemeinis, ey. Solche Gemeinis. Das ist Karma, Rikus. Warum denn? Wofür? Ich hab doch gar nichts Falsches gemacht. Für deine Gier! Für meine Gier? Ich bin doch nicht gierig. Das ist was Gemeines. In your arrogance. Sehr gut. Danke, das hat ja klasse geklappt. Ja. Ach, ich hasse Bossensteuerung in jedem Spiel. Und hier ist es halt eigentlich noch schlimmer. Wieso hat das jetzt nicht? Muss ich das anpusten? Ich glaube, du musst es anpusten, ja. Und jetzt draufspringen, los! Mit Schwung hier. Geht doch. Ah. Unter Pusten können wir ihn nicht. Na gut, dann können wir nur noch drauf springen, ne? Ich mit dir, Freundchen. Sehr schön, Ricky. Das ist blöden Teil, ey. Okay, jetzt hab's. Sehr schön. Jetzt. Nochmal pusten. Mit Schwung! Ups! Boah, so knapp. Ein Herz. Ach Gott, ich wusste gar nicht, dass man die Pilze überhaupt anpusten kann. Das habe ich gerade versehentlich auf der anderen Seite gemacht. Ah! Und habe gesehen, dass da ein Rubin rauskam und deswegen dachte ich mir, ich probiere das hier mal aus. Wahnsinn! Okay. Gut, ne? Nicht schlecht! So. Ups. Ja, das Herz darf ich mitnehmen. Oh, Vögel. Oh, geile Vögel. Ach man, jetzt habe ich wieder einmal. Das Problem ist, sobald du versuchst anzuvisieren, drückst du automatisch den linken Stick ein Stück weiter nach vorne. Ja. Und dann na, hast du ja gerade gesehen, was da passiert. Mhm. Ein Rubin! Magischer Rubin aus einem Kürbis, ach geil. Wie ist der da reingekommen? Oh. Wer weiß. Was wird der denn da oben? Das ist ja richtig frech von ihm. Ja, dann eine wunderschöne Schleuder und mach mal weg hier das Ding. Kammerjäger. 5 Rubine, oh mein Gott, ich bin reich. Wie sind die da reingekommen überhaupt? Ich weiß es nicht. Hat sie vielleicht gefressen. Das ist ja zumindest noch irgendwie realistisch. Der hat es vielleicht einfach gegessen, versehentlich, aber. War ein bisschen groß gewesen für so ein kleines Spinnchen. Stimmt. Oh. Spinni und Bienen. Bienen! Not the bees. Das hat aber auch nichts gebracht jetzt irgendwie. Ja, du musst. Ja, der landet weiter vorne halt. Aber den brauchst du auch nicht. Mach mal, spiel die kaputt hier. Jawoll. Jawoll. Wunderschön. Kann man hier gerade kurz to the rescue. Sehr schön. Was ist das für ein komisches Geräusch hier die ganze Zeit?
Ja. Oh. Oh, come on! Oh, Scheißdreck. In deiner Gier, Rico. Das hat doch nichts mit Gier zu tun. Ich muss das noch holen, Mann. Oh. Ja, jetzt musst du wieder da hoch. Ah, das hier los. Der Weg auf Mustern, das stimmt. Ja, mein Gott. Hättest du halt genau gesprungen halt an der Stelle, ne? Tja. Ach je. So einfach ist es nicht. Alles ist gut. Ich bin traurig. Nichts ist gut, es ist zum Kotzen. Alles gut. Du gehst einfach da hoch, springst doch mal da rein und fertig. Das kriegst du jetzt. Die scheiß Viecher sind wahrscheinlich auch wieder da. Wer weiß. Warum, warum es da keinen Shortcut gibt? Wenigstens ist da kein nerviger Goblin da mitten auf dem auf der anderen Plattform. Ja. Ja, passt schon, passt schon. Lieber nicht. Boah, sind wir wieder nervig heute? Ich werde ihn auch wahnsinnig. Mann. So, jetzt vorsichtig gucken, wo da was ist. Okay. Da ist ein Herzchen. So, und jetzt versucht. Ja, genau. Oh, gefährlich. Herzlichen Glückwunsch, Rickles. Danke. Danke. Und jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, oder? Ja. Ein Traum. Ein Traum, würde ich auch sagen. Voll schade, dass die da nicht irgendwie eine Möglichkeit geben, dass du dann direkt wieder zurück kannst von hier aus. Mm, ja, schon. Hm. Naja. Dafür siehst du viel von der Welt. Vielleicht gibt es noch einen Monster-Tower dafür. Das ist wirklich, nee, leider nicht, aber. Leider nicht, schade. Ich hau noch den Bock kaputt, der ist schuld an allem Übel, was ich erleiden muss. Deswegen, ja. Bam, 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 bam. So. Okay, dann nochmal, weil es so schön war. Ja, und ein Zrobine. Schön. Oh. Dann leck mich halt, Bernstein Waldmut, ohne Scheiß. So nah dran gewesen. Oh. Yes. Was können wir denn jetzt? Vor allen Dingen gibt es noch einen zweiten Stein irgendwo auf einer anderen Wurzel, glaube ich, oder? Ja, ich weiß schon. Da habe ich gar nicht gesehen, wie da rankommen soll, irgendwie. Mm. Na gut, alles halb so wild. Was wir haben, haben wir. Du hast deinen ersten Block schon mal bekommen, das ist schön. So praktisch, diese Staubsauger. Schönes Ding. Ich will nicht mehr. Aber wo war der andere, ne? Das ist eigentlich eine echt gute Frage. Ich glaube, noch weiter vorne. Noch viel weiter vorne, aber ich weiß jetzt auch nicht, wo genau. Wo. Da. Ach, da hinten. Ja, gut. Oh, ein Herzteil. Ja, das muss ich holen. Doch, ja, genau. Rikus, auf geht's. Dann halt nochmal. Alle guten Dringe sind vier, Alter. Let's go. Da wärst du noch regulär hingekommen. Scheiße, stimmt.
ist denn das heute, ey? Das ist ja Wahnsinn, oder? Naja. Das ist ja Wahnsinn, ja. Egal, wir haben eine Kiste, wir haben so ein komisches Ding und wir haben ein Herzteil. Ja, alles Herzteil gut. Ist Herzteil, was so ist. Dann Herzteil halt ist mal. Herzteil, ja. Weil es so schön und völlig unnötig war. Ja. Ach ja, Regus, so ist es halt. Ui. Was war eigentlich dein Lieblingszelda überhaupt? Jemals? Ja, schon Ocarina of Time. Dann eigentlich das hier, danach. Mhm. Ich finde das, ja, was mir richtig gut gefallen hat, war das mit dem Crafting. Das fand ich irgendwie total cool. Mhm. Hat's auf jeden Fall interessant gemacht, die ganzen Items. Ja. Was mir anfangs so ein bisschen nicht zugesagt hat, war, dass die Schilder halt kaputt gehen können. Aber dann haben wir auch mal kurz mal drüber nachgedacht, ja klar, das ist ja nur einfach ein scheiß Holzschild. Wenn dann irgend so ein einer Flammenwurf macht, dann kann das ja anbrennen. Macht ja eben. Sinn. Ja. Ja, okay. Zumal, es ist ja auch im Rahmen. Also es ist nicht so, dass das sofort kaputt geht, sondern... Ja, es dauert ja. Eben. Uah. Egal. Also egal. Kommen. Weiter geht's, genau. So ist es. Puh, so lassen wir wieder beruhigen. Jetzt ja. Nicht dumm runterfallen, dann ist alles offen. Okay. Warte mal, die blauen Vogelfedern sind, glaube ich, ein bisschen seltener. Die sind seltener. Mach langsam, Rikus. Ganz langsam. Ja, siehste? Blaue Vogelfeder. Läuft bei dir, Alter, läuft. Sind da Spinnen noch? Ah, die sind wieder da. Okay. Ah, scheiße. Ah, du kriegst ja neue Kerne von den Kürbissen. Ja. Die armen Viecher. 20 Rubine. Schön. Oh, nicht schlecht. Wie die reinkommen, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Wenn der Held vorbeikommt, der wird nicht wissen, was ihr erwartet, aber ich habe hier plötzlich 20 Rubine in den Kürbis getan. Hm. Weg mit euch, ihr fiesen Bienen! Not the bees, not the bees! Not the bees! Wieso kann ich den nicht... Ich glaube, du kannst ja auch nur kurz fangen mit dem Netz. Echt? Ja, fangst du mit dem Netz los. Cool, das wusste ich ja gar nicht. Ja, siehst du mal wieder. Geil, danke. Ja, weißt Bescheid. Jetzt mach mal dein Bienen, deine Bienen-Enzyklopädie, deine Käfer-Enzyklopädie hier weiter. Schön, na, das ist ja prima. Freue ich mich. Ja. Nur die Spinis kannst du leider nicht mitnehmen, so süß sie auch sind. Ja, notfalls gucken wir nochmal ganz genau, wo wir vielleicht runter können für den anderen. Ja, das aber ist ja jetzt nicht ganz so dringend. Ja. Oh. Oh Gott, das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Ich will nicht, Zellos. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Ich fall hier runter. Schneid das Ding in 1000 Hälften, dann machst du das schon richtig. Und wenn er schlägt, mal versuch zu parieren oder nimm den Schild einfach. Schön, ach, Rikus, ach, Baby. Die Kamera liebt dich. Ich stirb. Gott, nein, oh mein Gott, ich werd hier noch zu sauer, das ist nicht ernst. Oh. Das war furchterregend. Wer kommt denn auf die Idee, dass so ein Fetti in sich stellen? Ja, hier ist eine Dings. Oh, ich speichere erstmal. Ja, speichern ist eine gute Idee. Boah, ich hab einen Puls, das glaubst du nicht. Das machen nur Japaner, Alter, ich schwöre, einfach nur so einen fetten Typen dahin zu stellen. Das ist geht das hoch? Komm ich da runter? Kommst da theoretisch runter? Ist die Frage. Kann ich jetzt auch wieder hier hochkommen, theoretisch, oder? Geht das nur theoretisch, ja. Also du musst dann quasi dich wie ins Wolkenmeer begeben und dann von dort aus porten. Ja. Aber später. Merken wir uns das und ich mach das später. Ja, okay. Oder beim Runtergehen, wenn wir vielleicht sowieso wieder runter müssen. Ja, das meinte ich, genau. Genau. Hallo, Fledermäusis. Komm mal rüber hier, du Batz.
Diese Droppen, die haben ich. Ich weiß noch früher, die habe ich nicht bekommen, diese Scheiße. Ja, die sind so selten. Scheiß selten. Da ist eine, immerhin. Dann beschwere ich mich nicht. Dann beschwere ich mich mal heute nicht. So. Ach, guck mal. Hey, das ist noch einer, das sind zwei. Siehst du das? Einer sehe ich. Und wo siehst du den zweiten? Da. Ah ja, okay. Na gut, ja, gut, wir können ja den einen da oben holen an der Wurzel und dann gehen wir, springen wir zu dem anderen rüber. Das wäre der Plan, ja. Jawollo! Optimization nennt man das. Voll geil. Ja. Hm. Hallo, ist da wer? Dieses Geräusch hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Meister, ich weiß auch nicht, was dieses bedeutet. Kuckuck. Ach, der da oben ist das. Das ist der Einsiedler, ne? Ja. Ah ja, okay, das ist sein Schnarchen. Na, dann hau ich dir nochmal so eine... Ja, so ein Nüsschen um den Kopf. Und der fällt direkt runter. Knia! Knia! Wer stört? Oh, ein Mensch sieht man ja nicht alle Tage. Ich bin Einsiedler vom Volke der Qunwache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es bis hier geschafft hast, aber kannst du mich dann auch sehen? Ja. Und das, obwohl selbst die anderen Q mich nicht sehen können. Aber sag, was will ein Mensch wie du eigentlich? Flamme. Ich will die Flamme. Flamme für dein Schwert? Ja, es wird ein Flammenschwert. Um einen die richtigen Menschen finden zu können. Wir sind der Flammenschwertkämpfer aus Yu-Gi-Oh! Versprich mir, dass du niemanden verrätst. Okay. Ja, okay. Zellos, ich darf dir das nicht verraten, was jetzt passiert. Nennt man Faroris Flamme. Die Flamme ihrer Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandelte. Sie vertraute die Flamme dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Virone. Ich wusste es, das war dieser Wasserscheiß. Oh, nee. Ja. Das heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut der Wasserdrachen zurückgelassen. Des Wasserdrachen. Und ich habe so ein Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Okay. Gut. Ach, das ist mit der Tür da. Mhm. Ja. Okay. Ich erinnere mich. Das Gegenstück zu dem Symbol. Im Süden befindet sich im Norden. Das sehe ich im Ort um, den ich gerade markiert habe. Da oben. Oh, ja, da muss ich wirklich zurück. Hier. Oben rechts gibt es das Pendant, wie es aussehen muss. Aber ja. Brauchst du nicht um. Ich glaube, das bringt dir gar nicht großartig was. Nur zum Nachgucken eigentlich. Sicher, dass ich da nicht vielleicht hin muss? Weiß nicht. Ganz stolz, liegt ja auf gute Manieren. Also achte auf dein Benehmen, wenn er schlecht genau ist, sagen wir, dann hat er Besuch zum Fressen gern. Okay. Ja, gut. Ich gehe wieder schlafen. Okay. Aber ich glaube auch, hier oben ist nichts mehr. Also hier oben ist nichts mehr. Nee, wir können jetzt versuchen, vorsichtig da runter zu gehen und für die Blöcke. Ja. Dann gehe ich erstmal ein bisschen tiefer, damit ich nicht ganz so weit springen muss. Mhm. Wie tief kannst du gehen? Ich weiß halt nicht, ob ich mich da runter gleiten lassen kann. Du kannst, wenn du genau richtig angelehnt bist, wahrscheinlich schon so dich abbremsen am Ende. Das zweite bekommen wir dann sowieso irgendwie, glaube ich. Das kriegen wir anders auf jeden Fall, ja. Naja, ich versuch's einfach. Ja. Boah, ich bin ein Held, ey. Ist ja unfassbar. Wahnsinn, dieser Held. Oh, nur das Ding noch treffen. Ja, ich habe mich extra nicht mehr bewegt, weil ich Angst hatte, dass ich hier runterfalle. Das ist gut gemacht, ich habe genau das gleiche überlegt. Oh mein Gott, ey. Nice. Übel. So, jetzt müssen wir noch schauen, wie wir da drüben hinkommen. Hier auf jeden Fall nicht. Okay. Dann. Nein. Okay. Ups. Schauen wir uns hier mal um. Irgendwo muss es ja hochgehen. Ja. Ist ja extra ein Seil dazu. Ja. Ah, sieht aber gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ich laufe mal noch ein paar Ründchen. Ja, noch ruhig ein paar Ründchen noch. Ansonsten werde ich wohl doch wieder da rein müssen nochmal. Mhm. So. Ja, nee, hier ist nichts mehr. Also gehe ich nochmal da rein und dann. Oh, ja. Ah, na, wenigstens ein paar Rubine. Mhm. Wenigstens Check das. Leckere Schmackofatz-Rubine. Lecker Schmackofatz.
renn da los. Geh da rein. So. Los. In den, in den Hintern vom Baum. Reingehuscht. Schon ein geiler Tipp, der braucht das, was wir in den späteren Spielen mit der Zorro-Rüstung erst machen können, macht er einfach mal ganz locker hier so, hat nur eine Schuppe dabei. Ja. Machen. Easy. Aber er hat trotzdem nur begrenzt, voilà, begrenzt Zeit. Unter Wasser, ja. Ich glaube, mit der Zorro-Rüstung hast du ja dann unendlich Zeit. Ne? Zorro kannst du unendlich, ja, das stimmt. Hm. Hey, da gibt es noch einen anderen Weg, Silas. Ja, Tatsache. Dann gehen wir mal darüber, ne? Ui. Ja. Da dachte ich echt, das reicht. Was ist? Schade. Kein Problem. Nur diese Stacheldinger sind halt tatsächlich ein bisschen nervig. Mhm. Was ich mir sonst vorgestellt hätte, wäre, dass du dann von oben, weiter oben, dann runterspringst, quasi. Da wurde ja Fetti war vorhin. Das wäre noch eine Option. So ist es. So, hier ist aber okay, nichts. Rechts sind irgendwas da vielleicht. Rechts entlang. Ah. Aber warum? Warum tue ich das? Ach, das ist ein anderer Weg. Das ist ein alternativer Weg. Alternativer Weg, ja. Da geht es aber noch weiter hier. Oh, hier sind Fledermäuse. Oh, sexy. Voll rein! Ja! Juppie Crown! So viele Crown hier! Ich freue mich schon drauf, wieder in den Wolkenhut zurückzugehen, weil ich die ganzen tollen Sachen machen will. Ja. Crafting, die Dinger einsammeln, jawoll, noch eine! Jawoll, Alter, läuft! Cool, ey. Noch eine! Ja, Mann! Was geht denn hier ab? Jetzt wird hier gefarmt, Alter. Oh. Oh. Also es braucht eine Weile, bis wir den Platz haben. Aber das macht ja nichts. Okay. Alter, mach vor Grayskull! Alter, der Brill hat schon 4 Lichtstrahlen gefressen, ne? So. 5 kann er fressen, Wahnsinn. Das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe, Mann! Hui! Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das früher nicht gefunden habe. Ich auch. Ist ja richtig versteckt, oder? Ja, ja. In dem Moment wahrscheinlich. Alter, 300 Rubine. Let's geil. Go. Jetzt können, jetzt können wir uns den Shit leisten. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich auch direkt voll verbessern mit den ganzen Halbmonden, die wir jetzt haben. Ja, aber weißt du, gucken, was der braucht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, müssen wir mal schauen. Aber wir haben jetzt ziemlich viel Material gesammelt. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir das dann wirklich alles haben. Wie kann man denn jetzt hier nochmal? Da der Ausgang? Nee, da ist der Eingang. Ja, dann gehe ich halt nochmal rüber, das macht ja nichts. Okay. Ehe ich jetzt dort wieder ganz runterfalle, dann. Recht hast du. Jo, möchten wir halt immer noch gucken, was hier hingeht, so. Es gab aber auch oben beim Fetti keinen zweiten Weg oder sowas, ne? Es gab ja nur diesen einen Weg da an ihm vorbei oder das war's. Hm. Ach, jetzt hier bei dem meinst du? Ja, bei dem Fett hier oben, weiter oben. Ja, na, wir können ja mal schauen, dass wir von hier irgendwie rankommen. Mhm. Ob es vielleicht klappt halt. So, das ist mir gerade ein bisschen egal. Ach, na komm, wenn ich nicht so warte. Dann. Jetzt hat es aber irgendwie geruckelt, hast du es gesehen? Es hat sich so ein, es gab so einen kleinen Ruckler, dann ich weiß nicht warum. Nö, naja. Nicht so gemerkt, ne. Na gut, das siehst du natürlich nicht so als Nicht-Spieler. Hm. Ist das ja klar, okay. Ups, oh, die Zeit ist übrigens gleich um. Jupp. Jedenfalls stich hier. Weißt du, willst du jetzt erstmal dann mal kurz zum Wolkenhaus, bevor wir die hier was ja, machen? Ja, das ist eine tolle Idee, ja. Ja, können wir machen. Not the bees! Ach,
lass mich doch das Ding aus. Meine. Das sind verdammt mächtige Bienen. So. Da wird sogar einige eingesammelt hier. Ja. Vielleicht nehmen wir die einfach mit und machen bei uns zu Hause bei der Ritterschule einfach mal so ein paar Bienenstöcke. Ja, machen uns Bienenstiche, ja. Das ist jetzt die andere Seite. Ja, ne? Also hier ist uns gar nichts. Ich weiß halt nicht so ganz. Ich würde es mal nach 2-3 Minuten überziehen. Einfach um mal zu gucken, ob ich jetzt noch irgendwo rauskomme. Weil hier geht's nicht weiter, hier ist nur der normale Weg. Also was anderes kann er nicht sein. Aber das ist ja mehr oder weniger die richtige Seite. Wir sind ja vor uns auch hier runtergesprungen. Ist auch richtig, ja. Und dann sind wir hier links und dann anschließend kommst du ja an der Ecke raus, wo du vorhin gesprungen bist. Ja, ne? Genau. Ja. Okay, ein Stück laufen. Ist da irgendwie eine Lücke? Man muss da runter, muss nicht runterfallen lassen, das ist ein Blödsinn. Jetzt werden hier Krallen gefarmt, Alter. Das ist ja unfassbar. Oh, wirklich viel Material jetzt, ne? Ach, weißt du was, ich würde es einfach an der Stelle mal pausieren, die Folge unterbrechen und in die nächste dann weitermachen. Und dann schauen wir noch, was wir noch so finden. Ja, können wir machen. Oh, gut, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tüdelü. Oh, tschüss.